Was haben wir denn alles? Achso, der hat ja auch das, das. Zwei Waffen, okay. Was hat der im Inventar? Wahrscheinlich nicht so viel, Oh, ne? ein bisschen Munition halt. Ja, immerhin. Besser als nichts, aber da komme ich nicht rum. Ich stehe mal nicht so im Weg rum hier. Echt, ey. Bleib bei der Tür. Ich erledige den hier. Komm doch her! Schieß mir noch mal zwischen die Beine, das tut dem bestimmt mehr weh. Siehst du? Dann kipp da um. Warte, ich muss noch gucken, ob hier noch was liegt. Der hat ja noch was. ID-Card. Oh, cool. Okay, kann ich hier drehen? Kann ich hier. Er gehört zu Stars. Das könnte nützlich sein. Ach, das war der ganz am Anfang mit der gelabert hatte, ne? Ich meine ja. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Gib mal dein Gewehr her. Carlos, sieh dir das an. Hab das Stars-Büro gefunden. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden durch und die festnehmen. Bücherei. Okay. Mhm. Gut zu wissen. Ich mach's aber Tor wir müssen auf, dann kannst du durch. Also ja. Bücherei und dann hier unten. Und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Ja. Irgendwie so. Hey, sei vorsichtig. Ja, du auch mal. Guck mal, da kannst du speichern. Ja. Willst du ja speichern? Ja, wollte ich. Ist euch besser. Natürlich nicht ran, ne? Oder ist das für Moment? Doch. Aha. Und was haben wir da Schönes? Stimmt, wir haben so echt, das ist dafür so einen fetten Koffer. Und da lag noch was, ne? Ach ja, da liegt noch was, stimmt. Sicherheitsrichtlinie zu ID-Karten. 16. September 1998. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Danke. Leihen Sie diese Karte nicht aus und verwahren Sie sie sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. APD, Gebäudemanagement. Ja. So kennt man's. Achso, da hinten müsste man von der anderen Seite hin. Okay. Was zur Hölle war das denn? Unsere geliebten Licker. Das war kein Zombie. Boah. Boah, dem läuft da was aus den Ohren. So. Ja, Blut. Boah, er zuckt noch. Achso, ja, da kann man. Haben wir ja keinen Schlüssel für. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel? 18, ne? Oder? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber ich bin ja gerade 18 geworden, dann ist das okay. Was ein Glück. Ja.
dürfen nur keinem sagen, dass wir noch keine 18 sind. Ja, ja, behaltet das mal für euch. Das ist es. Wer rumpelt denn hier wieder rum? Sicher das Rumpelstilzchen. Ab 16. Ab 16, echt? Bleib liegen. Ich hab gesagt, du sollst liegen bleiben. Doch, da waren doch Schritte von der Seite. Ach, ja. Die steht auch wieder auf. Dann nützt es nichts, wenn man da unten reinschießt. Bei ihm schon. Oh. Oh Mann. Nette RPD-Begrüßung. Ja. Da ist nichts. Irgendwo ein Lichtschalter. Blendgranate. War die eigentlich irgendwann mal eingesetzt? Ich glaube nicht. Nee, ich meine auch nicht. Gut, wir spielen natürlich auch in einem Modus, wo man genug Munition hat. Wahrscheinlich, wenn Not am Mann ist, nutzt man auch Blendgranaten. T, bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Mhm. Was ist mit der Tür? Gar nichts. Achso, das ist eine Herztür. Okay. Mm-mm. Ja, war falsch. Ne? Das war die Rache dafür, dass du mal in die Juwelen geschossen hast. Ich glaube, das war eben die Waffe wechseln. Ja, Errungenschaft. Oh, okay, habe ich jetzt gar nicht so schnell gesehen. Warte, von da kamen die. Ach, das war die. Verschlossen. Also. Du hast deine Mütze verloren. Oh nein. Was ist ein Polizist ohne seine Mütze? Angetan, ne? Ja. Muss das ja mal untersuchen, ob das wirklich Sinn macht. Krank, Kopf zu erschießen. Ja. Kommt immer drauf an, in welchem Zustand sie sind. Also Moment, da kommen wir ja her. Oder ein Waffenteil zielfest. Zwei zum Preis von einem war die Errungenschaft.
Ach so, okay. Naja. Ja. Warum nicht? Oh Gott. Schau mal. Hatten wir die Safe-Kombination noch? Ging das so, dass das spielübergreifend funktionierte? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Weiß es auch nicht mehr. Guck mal, gerade habe ich noch irgendwelche bekommen. Ja, ich habe noch welche. Willst du dann probieren? Ja, einfach mal probieren. Okay, also. Links 6. Rechts 2. Links 11. Okay, dann haben wir noch eine andere. Links 9. Rechts 15. Links 7. Tatsächlich. Yay. Cool. Die Tasche kann man gut gebrauchen. Obwohl mir lieber wäre, wenn Jill sie hätte, aber... Aber gut, wahrscheinlich kommt sie ja nicht da dran, nehme ich mal an. Gucken wir hier den. Ne, der kann das nicht. Ne? Festnahmebericht. Berufsbezeichnung sehen wir. Elektriker, Tatverdacht, illegale Herstellung und oder Besitz von Sprengstoff. Schilderungen. Der Verdächtige wurde beobachtet, wie er seit dem 18. September 1998 nahe Box sich am 18. nicht seit auffällig verhielt. Der Verdächtige wurde einer Leibesvisitation unterzogen und es wurde ein kleiner Sprengsatz sowie ein Zeitzünder in seiner Innentasche gefunden, was zur Festnahme mit dem obigen Tatverdacht führte. Bei einer Hausdurchsuchung der Bleibe des Verdächtigen wurden 20 weitere selbstgebaute Sprengsätze in verschiedenen Stadien der Fertigstellung gefunden. Der Verdächtige war extrem agitiert und nicht bei vollem Verstand. Er sprach fieberhaft, als die Befragung begann. Einmal musste die Befragung wegen eines plötzlichen Kreischens des Verdächtigen unterbrochen werden. Als die Befragung wieder aufgenommen wurde, machte der Verdächtige folgende Aussage. Ich habe es nicht für mich gemacht, sondern für euch. Warum kapiert das niemand? Die Leichen greifen aus der Dunkelheit an. Ein Sturm zieht auf, aber der Regenschirm taugt nichts. Man muss ihn in die Luft jagen oder ihr werdet mehr als nur nass. Wir brauchen mehr Bomben. Sie kommen, sehr bald schon. Wir müssen uns beeilen. Verbrennt sie, verbrennt die Leichen, verbrennt sie gut. Während der Befragung begann der Verdächtige sich heftig zu schütteln und setzte dann seinen Schreianfall fort. Die Befragung wurde beendet und ihm wurde ein Beruhigungsmittel verabreicht. Notiz. Aufgrund des instabilen psychischen Zustands des Verdächtigen änderte sich seine Aussage von Moment zu Moment. Sein Delirium machte jeden Dialog unmöglich. Wir warten derzeit auf die Ergebnisse einer ärztlichen Untersuchung seines Zustands. Die Sprengsätze von seiner Person und seiner Bleibe scheinen extrem kraftvoll. Als Sicherheitsvorkehrung wurden bei der Beweisaufnahme die Batterie eines Zünders entfernt. Die Batterie wird im Schließfächerraum verwahrt. Wes Drucker? Kenn ich nicht. War denn nochmal der Schließfächerraum? Ja, das war ja das, wo wir diese Tasten noch brauchten. Mm, ne? Genau. Ja. Na toll. Aber vielleicht sind die ja noch da vom letzten Mal. Ja. Ach so. Okay, dann haben wir hier soweit alles erledigt. Das hier ist der Schließfächerraum. Da kommen wir ja noch nicht rein. Mist. Hättest du dir mal von Claire den Dietrich mitgenommen? Internes Memo, 22.09.1998, interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung, hitzebeständiger Tresor mit drei Zahlen Schloss, Bobstars Büro und 2F
ins Büro Westseite 1 verlegt. Die Kombination lautet links 9, rechts 15, links 7. Die hat bei uns gerade funktioniert, ne? Genau. Wird die Kombination sofort nach Erhalt ändern. Ja, habt ihr wohl nicht geändert. Das wird nicht gemacht haben. Genau. So müssen wir, ich glaube, wir müssen hier gar nichts reintun, oder? Nö. Ah doch, die Blendgranate können wir mal da reinschmeißen. Braucht doch keine Sau. Die können wir mal kombinieren. Und speichern. Was ist denn das für eine entspannende Musik gerade hier? Ja, ne? Das. Schlüsselfächer gucken wir gleich noch. Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Ja. Schmeißen hier. Kannst du nicht da so einen Rollkoffer mitnehmen? Da passt auch ein bisschen was rein. Kannst du so hinter der Herz ziehen. Das sieht bestimmt lustig aus. Carlos, das Starsbüro ist geradeaus. Verstanden. Und was ist oben? Soll man nicht da auch mal gucken gehen? Nee, nee. Okay, ich würde erstmal versuchen, ob du den Typen kriegst. Hier ist soweit nichts mehr. Oh, verdammt nochmal! Was soll die Blockade? Ja. Wir sind doch clever. Nachricht an einen Freund. Schiff von Marc. Hector, wenn du das liest, bin ich bereits tot. Ich höre mich doppelt. Nein! Doch! Warum? Jetzt kommt sie nicht mehr wieder. Jetzt ist sie weg. Da ist sie ja wieder. Ja, die fragen immer rum, warum ich da jetzt gerade rausgegangen bin. Ja, die sind neugierig. Furchtbar. So, wenn du das liest, bin ich bereits tot. Wenn du irgendwelche Geräusche aus dem Spind hörst, mach ihn nicht auf, bitte. Während du auf Patrouille warst, habe ich mich darauf konzentriert, einen Weg zur anderen Seite zu finden. Ich glaube, dass Sprengstoff unsere beste Chance ist. Ich konnte einen Sprengsatz an die Wand anbringen, aber wir haben keine Batterie, erkennbar, für den Zünder. Ich glaube, ich habe letzte Woche eine zum Schließfächerraum geschickt. Wir brauchen diese Batterie, wenn wir durch diese Wand wollen. Also bin ich nach oben, dich suchen, weil ich weiß, dass du den Schließfächerraumschlüssel hast. Gerade als ich aus dem Duschraum rausgekommen bin, wurde ich angegriffen. Einer von denen hat mich gebissen. Ich habe die Wunde ausgewaschen, aber mir geht's immer schlechter. Ich muss dir wohl nicht erklären, warum du den Spind auf keinen Fall aufmachen darfst. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Mach einfach, dass du selbst so schnell wie möglich herauskommst. Dein Kumpel Wes. PS, mach dir keine Gedanken. Wegen der $600, die ich dir geliehen habe, betrachte sie jetzt als Geschenk. Viel Glück, Kumpel. Ja, dann ist ja gut. Und jetzt nehmen jetzt eh nichts mehr. Lieber nicht. Ach komm, Weichei. Ja, lieber nicht. Ja, da haben wir nichts, ne?